Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier zu Königsblau TV. Ich bin die letzte Woche relativ ausgenockt gewesen. Ich bin jetzt an Corona erkrankt und war schlicht und einfach out of order. Ja, es hat mich wirklich erwischt. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe mich heute freitesten können und dementsprechend gibt es heute auch wieder Videos hier. Und ich fange heute an mit Jonjo Kenny. Jonjo Kenny, der Vertrag, der läuft jetzt aus bei Everton, was natürlich mega geil ist, eine riesen Chance eigentlich ist, die Schalke 04 ja, vielleicht nutzen kann, vielleicht auch nicht. Ihr werdet meine Einschätzung auf jeden Fall in diesem Video noch erfahren. Ich fange mal kurz damit an. Jonjo Kenny hat jetzt nochmal ein Angebot bekommen von Everton, um seinen Vertrag zu verlängern. Das hat er abgelehnt und er möchte wirklich offensichtlich wechseln. Jetzt die Frage, hat Schalke 04 da überhaupt eine Chance? Meiner Meinung nach geringe Chancen. Ja, wir haben ein super emotionales Umfeld. Er hat eine super Zeit bei uns gehabt. Er hat sich sportlich super entwickelt. Ja, also eigentlich alle sportlichen Faktoren müssten eigentlich auch für uns sprechen. Wir spielen in der obersten deutschen Liga. Gut, wir spielen jetzt nicht international, aber gut, ist die Frage, ob ein Jonjo Kenny international den Anspruch tatsächlich schon für sich in Anspruch nehmen kann. Den Anspruch in Anspruch nehmen. Ja, also sportlich gesehen würde überhaupt nichts dagegen sprechen, aber Leute, puh, wisst ihr, was an Kohle verdient wird in England? Ich habe das Gefühl, dass das Problem ist nicht mal England, dass da so viel Kohle verdient wird. Das andere Problem ist natürlich, wir sind das andere Extrem. Wir haben keine Kohle. Ja, da treffen gerade einfach zwei Welten aufeinander und die miteinander zu vereinen und zu sagen, okay, Jonjo Kenny, das passt hier zwischen uns. Das ist schwierig, das ist schwierig. Denn letztendlich, andere Vereine bekommen auch mit, dass Jonjo Kenny keinen Verein hat. Und andere Vereine wollen mit Sicherheit auch ihn verpflichten. Und dementsprechend wird er auch andere Angebote bekommen, die mit Sicherheit auch die ein oder andere Mark dann nachher höher ausfallen als unser Angebot. Also deswegen, ich halte mich da sehr zurück. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was den Transfer von Jonjo Kenny angeht. Ich sage maximal 10% Chance, um ihn zu verpflichten. Bin aber sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Grundsätzlich, Jonjo Kenny, ich weiß nicht, wie ihr ihn tatsächlich eingeschätzt habt. Ich aus meiner Zeit habe ihn tatsächlich in der Phase, nämlich Anfang 2020, als die Pandemie begonnen ist, wo wirklich keiner seine Leistung gebracht hat auf Schalke, ja, ähnlich wie die Abstiegssaison, da ging es ja eigentlich schon los. Nach dem 2:0-Sieg gegen Gladbach, wo ich übrigens auch im Stadion gewesen bin, war eine mega geile Tour. Schön, dass nochmal mitgemacht haben vor so einer langen Kackphase. Auf jeden Fall. In dieser Phase war Jonjo Kenny noch einer, der sich wirklich angestrengt hat, der wirklich Gas gegeben hat über die rechte Seite, der noch marschiert ist, der noch an seinen Gegenspielern vorbeimarschieren konnte, der sich, ich sag mal, der mental nicht so gebrochen war wie alle anderen. Und deswegen, ich würde ihn absolut feiern, wenn er kommt. Die Wahrscheinlichkeit für mich allerdings viel zu gering. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und damit Glück auf. Bis dahin, ciao.